Das weiß ich überhaupt nicht. Das ist unmöglich. Ich darf ja die Meinung kritisieren. Ich darf auch die Meinung widerlegen. Ich darf auch sagen, hallo, diese Meinung ist nach meiner Sicht. Und er sagt das immer, nach meiner Sicht, nach meiner Sicht falsch ist. Das ist meine Sicht. Und ich muss das wissenschaftlich belegen, Beweise vorlegen und fertig. Aber weil mein Gegner oder meine andere Person oder mein Bruder hat eine verschiedene Meinung, dann sage ich ihm, guck mal, das ist falsch. Entweder änderst du deine Meinung oder werde ich bekannt machen überall, dass du Mubtadi bist, dass du erneuerbar bist. Das ist keine Religion, das ist kein Dien, das ist Quatsch. Das ist falsch. Das ist total falsch. Das ist Maßlosigkeit einfach. Das ist einfach respektlos gegenüber den anderen Menschen, die auch Verstand haben, Wissen haben. So, ich kann diese Art von Wissen heutzutage nicht in dieser Art und Weise verwenden. Ich muss klipp und klar verstehen, dass Allah wird mich dafür bestrafen. Und das ist Listerung. Und dafür wird man ja Al-Qiyama mit Schieren aus Feuer seine Lippen geschnitten. Und dafür wird er einfach in einem See von Blut schwimmen. Und dafür muss man verstehen, dass diese Menschen, die lästern, werden Nägel aus Kummer und wir haben sehr scharf und würden sich damit schneiden und verletzen. Die müssen das klar und klar verstehen. Klar und klar verstehen. Die Meinung Verschiedenheit ist seit der Zeit des Propheten existiert. Und das ist keine Rechtfertigung für die Meinungsverschiedenheit, aber es ist ein Faktum. Es ist ein Faktum, der unveränderbar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weil er ist immer noch der Ifrit. Sie werden immer wieder mit verschiedenen Angelegenheiten und verschiedenen Meinungen. Illa wa rahimallah, ausgenommen davon ist diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt hat. Und die sind sehr wenige Leute. Aber das ist keine Rechtfertigung, um die Menschen zu beleidigen und lästern. Lästern ist haram. Lästern ist eine von der Kabira, von der Kabair. Lästern stärker und schlimmer als Alkohol trinken und singen, Unzucht treiben. Sagt der Hassan Basri, Allah an, Atta al-Barba und anderen, dass diese Sünde, es gibt eine große Hoffnung, dass Allah sie verzeiht. Aber Lästern, es ist richtig ein großes Problem. Und es gibt keine Hoffnung, dass man sich heilt davon oder wird geheilt von dieser Krankheit. Sie sagen, sie geht in der Körper, so wie Cancer, so wie Krebs, so wie ein Akila. Frisst deine Hasanat, frisst deine Iman, frisst deine Liebe zu deinem Bruder. Splittert die Muslime, macht sie tausend Teile und Gruppierungen. Deswegen bitte pass auf,
nicht in dieser Falle hinfallen. Was soll ich dann machen? Was soll ich dann machen? Ich sehe, dass dieser Imam sagt falsche Aussagen, falsche Gutachten. Ich darf auch nicht mit gebundenen Händen bleiben. Ich muss einen Rat geben, weil Mohammed s.a.w. gesagt hat, dir und Masiha, dein Glaube, deine Überzeugung, deine Religion ist Rat geben. Für wen? Alle. Allah, seine Gesandte, seine Bücher, die Muslime, im Privat und allgemein. Für den König und den Präsident auch. Die Gelehrte kann ich auch einen Rat geben. Ich gehe hin, mit denen reden, Brief schreiben, meine Beweise zeigen. Dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ich habe das, was Allah von mir verlangt, gemacht. Ich kann das zweimal, drittes Mal, viertes, tausendmal, bis ich sterbe, will ich noch Nasiha geben. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Wer weiß, vielleicht haben sie nicht und ich nicht. Die größte Gelehrte der Welt, die vier Imame, siehst du, dass die haben ihre Meinungen oft dort geändert. Imam Shafi'i, radiallahu anhu, hatte eine Richtschule, die eigene Regeln und Usul in der Irak gehabt, jahrelang, wo er der Überzeugung war, dass das, was er sagt, ist 100% richtig. Ohne Diskussion. Als er den Irak verlassen hat und nach Ägypten ausgewandert und nach einer Weile in Ägypten hat er seine drei Viertel, vielleicht 90% von seinen Gutachten und Fiqh geändert hat. Was bedeutet das? Dass das, was er im Irak erlassen hat, war falsch. Oder vielleicht richtig. Und umgekehrt. Dann sag mir nicht, dass du 100%ig sicher bist, dass deine Meinung richtig wäre. Du versuchst, die authentische, die richtige zu bekommen. Aber es gibt dafür auch keine Garantie. Keine Garantie. Vielleicht eine Überlieferung, die du dran festgehalten bist. Und deswegen sagst du, richtig. Nach 20 Jahren kommt Sheikh Albani, rahimahullah, kommt Sheikh Al-Khudayr, kommt Sheikh Mukbil, kommt irgendein Sheikh von den Imamen und sagt, falsch, diese Überlieferung ist schwach. Weil da gab es eine Sache, die der Sheikh nicht gesehen hat, aus Versehen nicht sie gelesen hat, nicht gut gefiltert hat, aber die Wahrheit, diese Überlieferung ist nicht authentisch, ist schwach. Daraus haben wir aber Urteile bekommen, daraus haben wir ein Gutachten, daraus praktizieren wir was in der Religion. Oh, Astaghfirullah, macht nichts. Diese schwache Überlieferung neben die authentische Überlieferung beschützen unsere Religion. Stellt euch vor, dass wenn wir jede schwache Überlieferung finden, nehmen und im Mülleimer wegschmeißen. Ja? Mit der Zeit werden die Überlieferungen ja verkleinert. Vermindert. Bis wir am Ende bleiben nur mit 20, 30 Überlieferungen. Deswegen siehst du, Albani, die schwache Überlieferungskette. Alle Imame, die mit solcher Thematik sich beschäftigt haben,
haben nicht die andere Überlieferung einfach vernichtet. Sie haben sie in ihren Büchern gelassen. Sie haben nur gesagt, schwach. Und das ist der Grund. Dann kommt Sheikh al-Albani nach 600, 700, 800 Jahren und sagt, damals haben sie ein Buch, das hieß bla 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 bla, nicht zur Verfügung gehabt. Das war irgendwo in Samarkand. Und heute habe ich den Manuskript